Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und heute wollen wir uns ansehen, wie wir Werte von und zu Methoden bekommen. Eine Variante haben wir schon kennengelernt und zwar gibt es ja einen Rückgabewert einer Methode und es gibt Parameter, wo ich was in die Methoden hineinbringe. Also ich kann etwas praktisch einen Wert aus der Methode herausholen, einen Rückgabewert und ich kann mehrere Werte dort hineinbringen. Diese Variante, die wir kennen, die heißt by_value. Ja? Übergabe by_value. Also nach Wert. Übergabe nach Wert. Wie war das? Bei der Definition hat es ja so ausgesehen. Definition der Methode, da hatten wir geschrieben gehabt static. Ja. Dann war der Typ der Rückgabe, dann die Methode hat einen Namen, Method Name, so, und dann, ich will es erklären, mit einem Parameter können natürlich x-Parameter sein. Ja, der Parameter hat auch einen Typ. Den nenne ich Type B für Parameter und der Parameter, den habe ich einen Namen geben können. Param 1 nenne ich den. Zack. Und da drin wurde noch irgendwas programmiert. Was ist jetzt vollkommen irrelevant? Egal. Das war die Methode. Ja. Wie hat der Aufruf dazu ausgesehen? Aufruf. Ja. Da hatten wir einen Variablennamen. Dann war ist gleich, dass diese Variable hier, das ist praktisch seine Variable. Vom Typ Type. Von dem hier, vom Methodentyp. Und ich weise dem zu, und zwar das Ergebnis der Methode, was hier irgendwie mit Return zurückgeliefert wird. Und zwar Method. Und dann gebe ich die Parameterliste an. Und da ist zum Beispiel Wert 1. Okay. Und dieses Wert 1 ist entweder ein Wert oder häufiger eine Variable. Vom Typ Type P, ja, von dem da. Der kommt da rein und das, was zurückliefert, kommt noch hier rein. So, wie funktioniert das jetzt? Also ich sage, der kommt da rein. Der Wert kommt da rein. Der Wert wird nämlich kopiert. Ja? Und zwar da drinnen, hier, ja, ist eine Kopie des Inhalts von Wert 1. Ist nicht Wert 1 selber. Okay? Ist eine neue Variable. Das, was da drin steht, wird da hineinkopiert. Ja? Und da drin arbeite ich nachher praktisch mit der Kopie. Mit dem Param 1 arbeite ich hier. Und weil ich das Param 1 hier ändere, ändere ich das. Das heißt aber nicht, dass diese Variable da geändert wird. Weil das kommt nicht mehr zurück. Das wird nachher nicht mehr zurückkopiert. Das ist das, was passiert. Also ich bringe das so hinein, kann das da ändern, beschreiben, alles mögliche, aber es ist eigentlich nur eine Kopie von Wert 1. Der Inhalt von Wert 1 kommt da rein. Deswegen heißt es auch by value. So, und jetzt haben wir die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich, was ist, wenn ich wirklich diesen Wert 1 da drinnen ändern will in der Methode? Wie muss ich das, wie gibt es da eine Möglichkeit? Ja, die gibt es, nämlich mit byReference. Okay.
Ja? Und zwar, wenn wir sich da wieder die Definition ansehen, die schaut sehr ähnlich aus. Schau her, pass auf, Static. Die Methode kann wieder einen Typen beinhalten. Ja? Die Methode hat natürlich wieder einen Namen. Und jetzt kommt's, ja? Weil jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, das mit einer Referenz zu übergeben. Ja? Jetzt fange nicht so an mit Type B, sondern schreibe vorher noch Ref. Das Wörtchen Ref. Und dann schreibe Type B. Und dann schreibe ich den Parameternamen. Da drin programmiere ich wieder. Ganz normal. By Reference. Wie ist der Aufruf? Variablenname. Da hat sich nichts geändert. Da hat sich nichts geändert. Das ist nämlich auch wieder eine Variable, von Typ Type. Ja? Und dem weise ich wieder die Methode zu. Da hat sich noch nichts geändert. Diese Methode hat einen gewissen Typen, dem weise ich hier eine Variable zu. Und jetzt bei der Übergabe schreibe ich hier auch nochmal Ref dazu. Ref Wert 1. Strichpunkt, dann machen wir nur bei der, da ist es wichtig. So, und das ist eine, das Wert 1 ist wieder eine Variable, diesmal muss es eine Variable sein, vom Typ Type P. Durch dieses Ref ist jetzt klar, es wird nicht der Wert hier hineinkopiert, sondern nur die sogenannte Adresse. Ja, also nur der Ort, wo dieser Wert zu finden ist. Der ist das. Ja. Jetzt hat man den Ort, wo dieser... Ich mache praktisch keine Kopie des Wertes, sondern ich sage, pass auf, du findest den Wert unter dieser Adresse. Und das ist, aha, unter dieser Adresse, passt, das mache ich den gleichen, greife da auf die gleiche Adresse zu, auf die gleiche Position im Speicher. Ja? Und wenn ich jetzt herinnen da was ändere, ändere ich das an der Speicherstelle, wo eigentlich das Wert 1 steht. Das heißt, jetzt auf einmal ändert sich, wenn ich hier das Param 1 ändere, ändert sich das Wert 1 mit. Ja? Also das hier ist jetzt nur eine Referenz auf den gleichen Speicher wie Wert 1. Das heißt, Änderungen im Param 1 ändern auch Wert 1. Und da oben können wir hier schreiben Änderungen von Param 1 ohne Auswirkung. Auf Wert 1.
Das ist der Unterschied. By value und by reverence. Einmal mache ich eine Kopie und einmal sage ich nur, wo findet man diese Zahl oder diesen Wert, den ich verwenden möchte. Und das war's. Übergabe von Werten. Schön. Ja? Und jetzt bringen wir das zusammen, dass wir praktisch, indem wir nur die Referenz übergeben, dass wir zum Beispiel in unserem Beispiel da auch den Operation Code herausbekommen. Ja? Das schauen wir uns jetzt an. Das wird das nächste Video. Wir sehen uns den Operation Code an. Wir machen praktisch ein Beispiel bei Reference. Es geht übrigens auch eine Mischung, gell? Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen, es geht auch eine Mischung. Ich muss nicht jeden bei Type und nicht jeden bei Reference. Ja? Kann ich machen, wie ich will. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.